Einladung verschicken? Mahlzeit, Barclay geht ja, hier. Assetto Corsa auf NG Force Now. Mit Mugen und der Cisco, die eiern auch mit rum. Deswegen solltest du jetzt mal bei Steam in die Freundesliste reingehen und gucken, ob du auf meinem Profil dann ein Spiel beitreten hast. Also über das Steam-Menü. Nicht über GeForce Now, sondern wirklich über den... Ich gucke jetzt schon mal hier. Optionen. Grafik hat der Cisco immer so immer auf Ultra stellen. Nein, hier gibt's nur episch. Gibt's ja. Dann nicht, dass du nach Ultra jetzt stundenlang suchst. Ja, aber irgendwas ist ja eingestellt standardmäßig immer. Episch. Blumenqualität. Ja. Nee, Blumenqualität. Materialqualität. Keine Ahnung, was das ist. Was ist denn das für ein Shit hier alles? Könnt ihr nicht normale. Ach. Wie ist denn die Tastenkombination? Mein für Gott, das? Bei der Switch schalte ich ein, die Scheiße geht. Hier habe ich schon 1000 Optionen. Ich weiß ja gar nicht, was da alles für ein Scheißdreck ist hier. Mach da einfach bloß auf episch alles, dann wird schon alles hochgeschraubt. Genau. Was ist denn das Kürzel für Steam? Stimmt, episch. Control S? Nee. Kontaktschatten deaktiviert, ne? Anti-Aliasing, episch. Ja, gut. Warte mal. Nee, beenden will ich es nicht. Abbrechen. Gehe ich noch um Optionen, Steuerung, oh. Allgemein. Jetzt habe ich den Motor ausgeschaltet. So. Individuell, was gibt es denn hier? VR, episch. Ach, man kann hier episch generell. Ah, Grundeinstellung. Mitte episch, VR, niedrig, VR. VR habe ich. Also machen wir episch, also episch passt. Ah, sehr schön. Der hat jetzt mal irgendwas. Vielleicht lande ich ja durch Zufall, glaube ich auch nicht.
Dann müssen wir uns direkt eine Lobby dann aussuchen, der Serverliste, wo wir zusammen reingehen. Triple Screen habe ich nicht. Triple Screen, siehst du, brauchst drei Monitor, dann kannst du ja richtig ordentlich zocken. Dann genau, dann hast du. Ja, na, da hast du vorne, in dem mittleren hast du dann nach vorne gucken und links und rechts hast du dann die Rückspiegel. Mit noch drauf. Den ganzen Bildschirm für ein Rückspiegel ist ein bisschen übertrieben. Ja, was denkst du denn, wie die ganzen hier mit Lenkrad fahren? Also, ja. Ja, dann haben sie aber den mittleren Bildschirm einen Riesenteil dann. Schön breit. Nö. Du hast dann, wie du im Auto halt sitzt, du hast dann im Ja, im Auto habe ich einen riesen Bildschirm Frontscheibe und ein kleines Bildschirmchen links, Rückspiegel ja, und du rechts. Hast auch, der ja, na, du hast aber dann halt links dein Spiegel hast du halt gleich groß in den linken Monitor und der rechte Spiegel ist halt eben bisschen weiter weg im rechten Monitor, weil du halt eben noch die rechte Beifahrerseite mit drauf hast. Aber du kannst halt ohne dich bewegen mit dem Kopf halt in den Rückspiegel zum Rückspiegel drehen. So, okidoki. Dann haben wir das. Steuerung. Ich fahre. Steuerung. Da wird ja wohl hier Controller. Ich bin gerade fest. Ich hab heute damals. Habe ich nur ein PC-Stream gemacht. Anfänger, okay. Ich bin Anfänger, passt schon. Jetzt bist du schon so viele Formel 1 Saison. Aber doch nicht Assetto, ich habe keine Ahnung hier. Ich muss erst mal reinkommen. Ja, besser rein als raus. Ja. Ah, das ist halt das erste Spiel, was ich in Cockpit-Perspektive fahren kann. Ne? Aha, okay. Du hast wohl jetzt eine Lobby gebastelt, oder was? Nee, das geht. Irgendwie soll es gehen, dass man eine Lobby, eine private Lobby aufmachen kann, aber ich finde es halt nicht. So wie Cisco auch nichts gefunden. Mehr Spiele. Also wir müssen dann eine Serverliste. Quick Join Team. Ein Team? Wie viel können denn am Team sein? Mehr wie zwei? Das ist ja ein Team, was du dir, glaube ich, selber bastelst. Ja, eben, macht man ein Team, sind wir alle dabei im Team und dann sind wir im Team. Nein, ich nicht. War ich gerade drauf, ich konnte aber da nirgendwo Spieler hinzufügen machen. Also. Beppo Corsa Komposition ist immer dabei hier. Kompetition, genau. Achso, Lamborghini. Achso, da sucht man Dings aus. Der McLaren ist gut. Nicht den, gar nicht. Musst du drauf gehen, dann siehst du dein Lamborghini in groß und dann gehst du links. Wo, bei Team oder wo? Nee, auf das Fahrzeug drauf. Was für ein Fahrzeug? Welches Menü? Jetzt auf dem Lamborghini. Und wo bin ich? Wo muss ich da hin? Du musst dann links unten steht dann nochmal Lamborghini Huracan oder sowas und da gehst du drauf. Bei mehr Spiele? Nein, bei den, du hast doch im Hauptmenü hast du doch in der Mitte da. Fahrer. Oder das Auto hast du doch da groß stehen. Ja, Meisterschaft. Ja. Nee. Nee, mehr Spieler. Mehr Spieler Hauptmenü. Da hast du in der Mitte dein Auto. Ja, stimmt. Da gehst du drauf. Da geh ich drauf. Also Team. Lambo. Genie oder. Das wenn das da steht, du musst drauf und dann hast du links unten dann nochmal. Achso, dann muss Board ich da drauf. Gehen. Ah, und dann gibt es hier Firmen. Sehe ich jetzt genau. Hier. Und jetzt kann ich eventuell. Was hast du gesagt? McLaren. McLaren 720. Gibt ja eh bloß eine, sehe ich gerade hier. Nö, dann gibt es noch einen 630er, glaube ich. Also nochmal. A720 ist der, den ich jetzt oder hoch hier auf dem PC gefahren. McLaren 570. Es gibt nur einen McLaren, glaube ich, oder sind die nicht sortiert? Ach, da oben sind nochmal welche jetzt. Ah, die sind aber nicht nach ABC. Was soll denn das? Bei mir war es sortiert, da musst du irgendwo vielleicht noch einen Filter haben, wahrscheinlich. Gemacht, frisch eingeschaltet. So, jetzt habe ich McLaren 27 SGT3 eingestellt. Wo bin ich? Bei Valve Motorsport, okay. Bist jetzt aber nicht mit hier am Rennen, oder? Nee. Nee, ich muss gerade an der Thumbnail basteln. Nee, weil ich hier gerade. Ich habe gerade noch einen roten Punkt mit auf der Strecke. Nee, das bin ich nicht.
fährst schon, ja. So. Walfen Sport. Was hast du für einen Sponsor? Ciao. Ich habe irgendwo keine Ahnung. Warum fahren die alle rechts? Das ist nebeneinander einordnen, Leute. Oh, UK, ich bin kein Engländer. Gibt's ja nichts Germany. Garage 59 ist nicht schlecht. Blau, blau ist gut. Blau ist schön. Was haben wir da? SP, was soll denn das sein? Können die nicht erklären, was die Symbole bedeuten? Assistent, da kann ich einen Cisco nochmal fragen. Weil ich gerade hier wieder habe. Ich habe Tonaussetzer. Woran kann das liegen? Ja. Das mit den Tonaussetzern, das hatte ich mal ganz am Anfang, aber das war dann weg. Das war mal ein Fehler, wo GeForce Now gehabt hat, aber das habe ich schon ewig nicht mehr. Ah, ich habe es bisher nur bei Assetto Corsa. Es kann ja mal ein Problem am Spiel liegen, aber ich habe das ewig nicht mehr gehabt. Aber ganz am Anfang hatte ich das einmal an der Shield, aber das Problem konnten sie dann am Schluss beheben. Da war irgendwie was am Arsch, keine Ahnung. An irgendwelchen Soundeinstellungen muss man nichts einstellen. Eigentlich nicht. Ja, laut und leise machen, wenn es jetzt so laut ist wie bei mir jetzt. Ja, na, gestern hatte ich halt eben das Problem, dass GeForce Now jedes Mal die Soundeinstellungen gestellt hat und ich dann im Spiel gar nichts gehört habe. Weil das in Windows ist ganz die ganzen Ausgabe- und Eingabegeräte umgestellt hat. Ja, Moment. Das hat dann aber nichts mit GeForce Now zu tun. Na doch. Wenn ich das gestartet habe, war auf einmal alles tot. Ja, aber GeForce Now verstellt nix. Ja doch, war ja so. Das war ja alles Windows, tot, das wahrscheinlich, das ein Windows, ich vermute mal, dass das Windows-Update gemacht und danach war alles tot. Nee. Das habe ich auch schon oft gehabt. Nee. Gib Gas, Junge! Zugewiesene Autos, primär. Ja, primär musst du erstmal fahren. Daten aktualisieren, muss ich da drauf drücken, irgendwas oder so? Nee. Jetzt fahre ich Quickjoin dann, oder wie? Kannst du ja. Ab da fahre ich jetzt ja 20 Minuten, oder hast du gesagt? Nee, erstmal Qualify. Trotzdem dauert es ewig. 10 Minuten. Ja, eben. Das nee, kommt drauf an, wie du reinkommst. Kann ich auch wieder rausgehen, einfach mal so? Ja, leck mich am Arsch. Kannst du Einzelfahren machen. Dann kannst du auf Nürburgring fahren.
left. Lead on the left. Yeah.
Diese Surfer, die sind alle? Steh, Liste aktualisieren. So. So. Bei mir waren 46 vor uns. Das sind schon einige. Wo ist jetzt der Kollege? Gibt er gewesen, der das ist gut, wo er den ganzen Käse gesehen hat? Wenn du Surferliste gehst. Wo ist denn deine Surferliste? Bei Mehrspieler. Gut. Ach, da unten. Ja, wer lesen kann, ist im Vorteil. Hast du deine Brille auf, Barclay? Ja. Ich suche gerade, also ich bin noch nirgendwo drin. Liste aktualisieren, so. Server gemischt. Ja, wenn er was findet, wo wirklich keiner drin ist, ja, dann müssen wir uns ja finden dann. Ja. Wenn wir die einzigen drei Spieler dann sind. Da, Spa, gemischt. Wieso kann ich dem jetzt nicht beitreten? Da sind da vielleicht. Ja, oder wir machen aus gemischt oben mal schon weniger. Ach, sind das private Surfer oder was? Es kann auch sein, dass du eine Mindestvoraussetzung an Fahrererfahrung haben musst. Ja. Da müssten dann rote Zahlen sein, dass du hier Safety-Wertung nicht. Ja, ich sehe hier auch Server, die rot sind. Ja, da darf ich bestimmt nicht rein. Fahre. Ach, hier steht Freunde 1. Freunde 1. Hier bei RDC Open Lobbys Barcelona. Ach, das ist der Mugen. Genau. Und dann sehe ich nochmal irgendwo Freunde. Nö, du bist da noch nicht. Nee, ich bin ja noch auf der Suche. Ja. Fahrer 13. Du schaust Passwort eingeben. Aber ich kann hier nicht beitreten, stelle ich fest, ne? Ach doch, hier oben verbinden. Ah, bin ich doof. Kannst du beim Mugen beitreten? Ach, der fährt ja schon rennen. Ach so. Genau. Also pass auf, wir könnten doch jetzt einen nehmen, wo keiner drin ist. Nehme ich doch den da. Monza GT3 verbinden. Ein Fehler ist aufgetreten, versuchen wir es erneut. Okay, das läuft schon mal gut. Okay, da kommt Barcelona. Komme ich da rein? Ja, da komme ich rein. Laden. Okay, bin ich drin. Gut drin. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht.
Liste aktualisieren. Jetzt musst du vielleicht Daten aktualisieren, vielleicht nochmal. Oder Liste aktualisieren. Serverliste. So. Jetzt gucke ich mal, da ist ein Freund. Zweizeiler gewesen, oder? Ja, genau. Kann man auch machen. So, jetzt sehe ich. Das war bei Stereo einfacher, gab es ein, zwei Lobbys und da war es dabei. Ja. So ein Scheiß, aber auch mit nichts sind sie zufrieden, die Jungs hier, ne? Zufrieden, ja. Aber jetzt habe ich ja wieder den Audi. Wieso habe ich jetzt wieder den Audi? Ich habe das Auto gewechselt. Fertig. Ah, ja, das ist dann mit Passwort. Kenn ich nicht. Nochmal Daten aktualisieren. Komm, kegelt euch wieder raus, ihr habt euch doch gerade schon mal gegenseitig abgeschossen. So, was ist denn nochmal? Samus, ich habe es auch schon ewig nicht mehr probiert, mein Lenkrad anzuschließen. Vielleicht geht's ja mittlerweile auch schon. Und ich habe es nur verpennt, weißt du? Also ich habe GeForce Now nicht so verfolgt mit News und ob da was geht und was nicht. Und Scheiße, Koffer verpasst. Schade, wir haben eine schnelle Runde gewonnen. Also die Strecke ist ganz schön. Barcelona, ja, die kennen wir ja hin- und auswendig. Ach ja. Klicken mal zu Fahrer. Schade. Und jetzt ist es optisch ganz sehr schön, also stelle ich ganz fest. Viele Fahrer, wenig Fahrer. Wie viele fahren denn bei dir da gerade mit? Keiner, ich bin alleine. Ich war gerade hier einsam und verlassen im Kreis. Mein Stream habe ich auch noch nicht gestartet, das mache ich danach. Barcelona, das ist der Mobil. Ja, das ist gut, müsste auch Barcelona haben. Ja. Was? Hat er auch Barcelona? Genau, Barcelona Freund 1. Also ich bin alleine auf dem Server, also da gibt es nur einen einzigen aber Spieler. 14 von 20. Ja, 1 von 20. Meine Lobby. Hä? 14 von 20, das bin ich. Das bist du, blöd. Hast du einen Cisco jetzt auch in der Liste? Nein. Was? Nein, doch, in der Freundesliste. Ja, hat er nicht. Schon. Wie habe ich nicht? Habe ich nicht? Ich doch. Ihr habt euch doch von uns gegenseitig eingeladen. Ja, oder? Genau. Also, ja. Ja. Wie geht denn das? Man kann doch hier im Menü drücken, da kommt doch diese komische Steam-Overlay. Klick oben auf GT3. Ich glaube, ich bin GT3 oder dass da alle Server angeboten werden. Aha, ja. Dann gehe ich mal oben auf GT3. Sonntag fährt vor mir. Gemischt GT3. So, jetzt habe ich nur GT3. Bloß ein Baufeld-Server. Leck mich immer. Gab es da irgendwie einen Titel in dem Besonderen, was da in der Überschrift steht? Cisco? Ich schau gleich, wenn ich die Runde hier mal gefahren hab. Ja, irgendwie eine Serverbeschreibung, irgendwie. Anlobby. Hier sehe ich jetzt einen. Freunde 1. Kup de Mukte bei Ex-Henry. 1 von 10 Fahrer. Na, das kann ja genau, dann nur das Cisco sein. Das kann dann nur ich sagen. Dann klicken wir da mal drauf. Und dann klicken wir nach rechts auf. Denn und schauen mal, was wir schauen, ob wir wo Barcelona, Catalunya. Mhm. Schönes Wetter, 14 Uhr. Ja, ist der Barclays jetzt da. Da ist er doch. Ah, sehr schön. Das ist schon mal richtig. Das ist ganz schön. So, was können wir da machen? Das ist doch Colli, oder? Da steht ja nicht vor der. Ui, da ist die Seite vom Arsch. Fahren und dabei sehen. Ja.
seinem Lenkrad, den brauchst du ja überhaupt nicht im Cockpit, ne? Der macht dich voll in die Schuppe. Ja, der ist sowas von hektisch. Also am Wanderwegpark, ich spiele es heute zum zweiten Mal. Ne? Livestream jetzt mit Rapids und Fahrtesten auch vor den Gehen ist, damit es nicht so gut ist, wer stark ist und besteht in der Welt. Das Rapids, ich finde es gut, du hast es ja in deinem Abo, ne? Ich hab's im Abo. Weil ich fand's, ich hätte es mir einfach so Spaß zum Zusammenspielen, wenn es mir geht. Das ist okay, das ist auch nice. Gesagt habe, hier
einzige Spiel, was mir fehlt, Formel 1 und FIFA. Das, das fehlt mir. Aber ich bin guter Hoffnung, dass sobald Stadia den Schotten dicht macht, da vielleicht eventuelle Verträge dann hinfällig sind. Du meinst, fahr in mich rein. Ja, rückwärts, wie fährt der rückwärts? Der fährt nicht rückwärts, also fährt er nicht rückwärts. Hallo, rückwärts, warum geht es nicht? Habe ich hier Zeit? Der kann nicht rückwärts fahren, wieso nicht? Ich muss ja auch eine Taste für mich drücken, rückwärts, ich will es auch nicht mehr welche. Guck mal, Tastenbelegung. Das freie Training geht nur eine Minute, sehe ich gerade. Ja. Erstmal dann bleibe ich mal da stehen. Egal. Jetzt mache ich auch und ich starte jetzt noch mal mein Stream. Ah, man kann hier zurück zur Garage klicken. Jetzt geh kurz aufs Klo. Bin gleich wieder da. Ja. Green light, show them what you got.
So, servus Jungs. Servus. So. Barney so, ist jetzt auch wieder da. Ja. Hallo. Hallo Cisco. Willkommen. In deinem Stream bin ich mich selber. Ich begrüße mich selber in deinem Stream. Ja, ihr merkt, Barkley ist verwirrt. Aber kennen wir nicht anders. So. Wie Qualifying 39. Da stand doch gerade was von 2 Minuten. Freies Training. Was? Ja, jetzt ist ja alles realistisch hier. Was soll denn das? Ja. Da will ich ein Rennen fahren und hab einen halben Tag verplempert oder was? Da musst du Karriere fahren, aber dann wahrscheinlich nicht gegeneinander, scheinbar, oder? Ich hab keine Ahnung. Karriere ist schon knackig, ne? Das ist schon Arbeit. Zeitplan. Da die Ziele zu erfüllen. Oh, der Amigo ist dazu genommen. Komm, oh, der jetzt. Amigo, servus. Aha. Servus, Amigo. Sind alle aus Cisco seinen Stream jetzt. Ja, genau, wir kommen jetzt alle her. Das sind die Tausende von Zuschauern, die ich da eben live hier in diesem Stream habe. Und zwar zähle ich genau 0. Ja. Also es fahren hier erstmal einige gewertete Runden. Jetzt müssen wir schauen, dass wir es irgendwie anbringen. Nehmen wir mal ins Cockpit. Also müssen wir ein bisschen üben. Also wenn ihr euch jetzt wundert, es ist natürlich so, dass wir jetzt hier halt blöderweise ein komplettes Qualifying fahren müssen. Also irgendwie so 39 Minuten, bevor es dann überhaupt zu einem Rennen kommt. Haben wir ein wenig Zeit zum Schnacken, oder? So. Jetzt ist noch einer, der Ivanin. Auch mit drin. So, also. Ivanin, nein. Ach doch, jetzt. Ja, so, jetzt komme ich jetzt hier raus. Ach, ich muss da fahren. Dreh ich mal den. Darf man? Muss man? Wie ist das? So, man muss. Ja, so ein Stopp. Ach so. Oder gar nicht, vermutlich. Also, Qualifying, jetzt legst du deine Zeit und du hast die Stadtplatz. Bin doch gerade schon vorgefahren. Ja, das war auch ein Training. Ach, ab jetzt ist Qualifying. Ja. Ach so. Also, ihr merkt, Barkley ist heute ein bisschen verwirrt, aber er schafft es einfach. Er war gestern zu lang wach. Hat sich gestern zu lang Rabbids gespielt, wahrscheinlich. Aber auch nicht. Nicht. Das würde ich jetzt auch behaupten, wenn ich tue. Car on the left. Clear on the left. Meines Warum wegen mir, weil ich so eine scheiß Idee gebraucht habe? Normalerweise bin ich immer dran. Aber ich glaube eher, die machen uns hier nackig mit ihren Lenkrädern, nur damit der klar ist. Ja, das ist genau. Wisst ihr, wie gesagt, das ist ja schade. Ich besitze ja ein Lenkrad. Ich habe auch eins. Ja. Könnte man für USB in den Spielbox stecken? Theoretisch könnte man, wenn es unterstützt werden würde. Er ist auch totaler Assetto Corsa-Fan. Er weiß es immer nicht. Nee, seit ich mehr Call of Duty spiele, kann ich nicht mehr Call of Duty. Damit kriegst du mich die nächste Zeit nicht. Das ist ja auch nicht so schlimm. Oh, du hast mich ja fast gekriegt. Ich habe ja gestern hier eine Verlosung mitgemacht beim Wrestler Horska, beim John. Das ist super. Ich habe das bei 2 Xbox-Spiele gewonnen. Ja. Also jeden PC-Spieler rate ich von ab. Weil auf dem PC, also es ist nur auf PC, es ist bestätigt, wer kein Handy mit Vertrag hat, kann die PC-Fassung vergessen. Was? Das war wegen, genau, weil die letzten Warzone-Teile wurden zu krass gecheatet und sie haben ein besseres Programm jetzt. Also wenn das Programm haben sie jetzt so weit verbessert und nimmt auch noch ein anderes Programm dazu, wenn einer cheatet,
trotzdem noch in der Lobby drin. Sieht aber keine Gegner mehr, hat keine Waffen mehr und kann keinen Schaden mehr verteilen. Aber ohne Mist-PC musste man jetzt wissen. Man kann sich ja jetzt auf Steam kaufen. Nach langer Jahre, langer Wartezeit ist es ja auf Steam kaufbar. Und ich sagte, so wie es ist, sobald Warzone 2.0 kommt, dann sind die ganzen Cheats. Also es wurden jetzt sogar in der Beta schon 40% der Beta-Spieler gebannt auf dem PC. Siehst du mal. Darum spiele ich kein Call of Duty. Das ist aber so. Nein, aber das, klar ist, hört sich das bei PC, wenn jetzt du wirklich keinen Vertrag hast, hast du ein Problem. Ja, aber wenn, ich sag mal so, wenn sie es so geregelt kriegen, dann weißt du doch, dass das Anti-Cheat-System nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. So. Und somit wollen sie auch umgehen, wenn du gebannt bist auf dem PC. Ja. Deswegen lassen sie die Free-Pay-Sachen weg, weil du könntest dir so und deswegen. Aber auf Konsole ist es nicht. Ja, Schicki will wahrscheinlich mit dem Call of Duty spielen, das neue. Ach so. Ich hole mir gleich die 80 Euro Edition, weil wenn ich eine neue Konsole kriegen sollte, brauche ich mir das nicht nochmal viel gleich die bessere Version. Ja, sonst haben sie es bei anderen Call of Duty immer so gemacht. 70 Euro für die One Edition, 80 für One zum Upgrade Series X, Series S und eben noch eine andere Edition. Jetzt bin ich die 80 für H10 an. Habt ihr mit Batman gehört? Das neue Batman läuft auf PS5 und Xbox Series X S für 30 FPS. Es gibt keinen Regler, Performance-Bonus, gar nichts. So auf 30 FPS muss man nicht stehen. Also ich glaube, dass ich hinter dir bin, wenn du das vorbildest, weiß ich nicht. Also das neue Batman soll auf den Konsolen plus 30 FPS haben. Das bleibt mal Next Gen. Steht ja schon bevor. Ja, aber guck mal, weißt du, sie haben schon die alten Konsolen weggelassen. Die wurden ja eingestampft, haben das Spiel verschoben. Ich kann mir nur vorstellen, da würde ja so Zeitdruck gewesen sein am Ende, dass sie nicht richtig hingekriegt haben und dann mit Updates dann wieder machen. Aber ich erinnere ja nur, Batman hat rein und PC muss spawnen, es muss nicht spielbar sein. Aber trotzdem ist es doch eine Schweinerei, wer gibt denn 70 Euro danach aus, um 30 FPS zu spielen? Komm jetzt, Hofbauer, mach mal Platz hier. Der guckt mir den Kuddel, der versaut mir die ganze Zeit meine Runde. Ja, es ist gut und hier schön knapp. Oh, nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Disco, hast du das Kuppel fertig gemacht? Ja, ich hab's erledigt. Das ist jetzt an jeder Handtasche. Leo, dir nochmal gesagt, Disco, du wirst von mir nie erleben, dass ich irgendwelche Leute zum COD, wer das Spiel nicht spielen will, das ist völlig okay, ich hab damit kein Problem. Weißt du, ich bin nicht so ein Mensch, manche sind ja so, oh, das muss man gespielt, muss man nicht. Wenn es nicht ist. Nein, aber ich meine jetzt generell, wenn es nicht spielen will, ist es so. Ich bin trotzdem schön, wenn du nicht spielst. Also ich sehe es mal so aus, ich gucke jetzt mal weiterhin Forscar, wenn ich bei Forscar mal einen Dingsbums hier, Ultimate Dingsbums Game Pass, 3 Monate gegeben, dann spiele ich mal mit dir. Und das wird, ich denke mal, das wird auch nicht passieren. Sie sind doch jetzt im Vereinigten Königreich mit dieser Debatte wegen Activision Kauf. Sonys Antwort war, ich will jetzt nicht über Sony hetzen, überhaupt nicht, aber das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, also diese Streitigkeiten, die gerade da passieren. Ne? Sony hat gesagt, wir würden den Kauf durchwinken sofort.
aber es darf kein exklusiver Content existieren für Xbox, es darf nicht in den Game Pass und es darf nicht besser laufen als in der PS5-Hardware-Technik. Gibt es hier Windschatten? Sehr schön, ist ja auch nicht schön. Wir hatten die Jahre immer Content hinter einem Paywall versteckt. Ich kann mich nur erinnern, die drei Call of Duty, die haben einen, auch wenn es so ein Spielmodus war, weißt du, aber wir mussten ein Jahr warten, bis wir das Spiel tun. Und nach einem Jahr spiele ich den Spielmodus nicht mehr, weil dann ist das neue Call of Duty. Car on the left. Play on the left. Also, was soll jetzt so viel Scheiß, dass ich jetzt hier auf PlayStation war? Aber Sony macht das ja nicht anders. Sie haben ja auch extrem, verstehst du? Ja. Also wie gesagt, das ganze hin und her, das ganz ehrlich, das ist mir eigentlich alles recht schnuppe. Aber alles. Ja, nein, sag, aber ich meine, sie können. Das Einzige, was ich spannend finde, ist, wenn das stimmen sollte, was der andere gesagt hat, dass GeForce Now und Google jetzt in Sachen Streaming-Technik vielleicht kooperieren wollen, um Netflix ein besseres Produkt auf dem Markt zu lancieren. Gemeinsam, dann das finde ich toll. Und ob du jetzt wer mit wem Beef hat und sich da der eine spiegelt hat, dann der andere was bekommt, das finde ich okay. Das ist alles auch das toll. Ich sag das so. Nein. Machen wir uns da nichts vor. Am Ende wird es sowieso laufen. Willst du das Spiel spielen, komm zu Xbox. Willst du das Spiel spielen, musst du zu PlayStation. Die werden sich, auch wenn der Zeitraum wenn das oder wie? Ja. Jetzt sechs. Auch wenn das nicht geil ist, aber am Ende... Wo ist denn der Moon? No. Da ist er, fünf ist er. Also wie gesagt, am Ende wird nicht... Wieso fünf? Da steht Hauk. Ja, das ist er ja. Ich hab da meinen richtigen Namen eingegeben. Ach, der Hauk. Ach so. Servus, Hauk. Also am Ende wird es so laufen, dass sich PlayStation und Xbox den Markt teilen werden. So wird das am Ende passieren. Nein, dass die, PC-Spieler vergessen. Ja, die PC, PC-Spieler als Konsolenspieler. Ja, gut, wenn PC doch so wichtig ist, ja, dann frage ich mich, warum viele Spiele sich PC-Spieler aufregen, weil der Konsolenport genommen wird. Das ganze Overlay, das ganze Spiel, das haben viele schon gesagt, gerade bei Shooter. Boah, das ist so. Das ist also. Der PC wird ja nicht vergessen, ist ja Microsoft mit drinne. Weißt du was? Deswegen meine ich doch, es wird am Ende nur unter Microsoft und Sony Flagge laufen. 6 Sekunden. Der PC-Spieler ist ja trotzdem mit im Begriffen bei Microsoft. Und die Konzentration des Rennens. Und Sony bietet doch schon ihre Spiele nach einem Jahr auch auf dem PC an. Also. So einfach, ja, du musst grün bereich bleiben, dann rechts halten oder links halten. Was da noch nicht steht. Ja, das ist egal, du musst nicht einfach nur eine Skala. Aber mir ist es. Nein, ich sage es jetzt auch bloß, dass ich kein Problem damit habe, weil ich auf Twitter. Ja, ich hatte mich. Erstmal ja. Mir ist einer entfolgt, weil ich wahrscheinlich mit den Gegenargumenten noch ein bisschen angegriffen habe. Green light, go. Aber das ist schon ich kenne mich raus jetzt. Aber es ist dumm, dass das Spiel nicht auf Deutsch ist, ne? Ja, das ist viel schade. Das ist immer so kompliziert, dann. Car on the left. Clear on the left. Ja. Car on the right. Clear on the right. Ist nicht hier das Gute, der da Geschichten erzählt hat. Car on the right. Clear on the right. Jetzt schaut's aber schön aus, das Spiel. Obwohl es 2014 ist, ne? Ah, mein Gott. Das heißt doch nicht, wann das Spiel, was so alt ist, nur schlecht ist. Da mittlerweile andere. Das ist nett. Auf dem PC sieht vieles meistens nach 4 Jahren. Aua. Nach 4 Jahren.
verstanden habe, warum musste ich in der Box bleiben? Warum konnte ich nicht starten? Das verstehe ich nicht. Hast du nicht starten? Ich habe gesagt, der Linie. Nein! Darum ist jetzt da abgucken. Yellow flag ahead, be careful. Das ist egal, ich hole euch alle wieder ein. Das ist wohl der Punkt. Ups, aua, aua. Vorstellen. Habe ich ja Zeit lang intensiv gezeigt. Aber schon. Welchen Teil hast du geschafft? Den vorletzten. Der Warzone und das Gedöns. Modern Warfare, den wir uns am Reboot gemacht haben. Okay. Voilà. Und jetzt baue ich schon wieder Scheiße, weil ich jetzt zu hektisch nach vorne bin. Ja, ich durfte nicht starten. Das ist der Nachteil bei so Sportwagen, du hast keine Sonnenblende, die du runterfahren kannst. Ja. Oh nein! Ach, stimmt, ich habe es auch vergessen. Klar, du kriegst das erstmal oder was? Car on the left. Clear on the left. Geil, ich spiel mal mit dem 100er-fähigen Shooter, macht Spaß. Slow car ahead. Schon mal runter. Cisco solche hast, dann bist du prinzipiell immer drin am Schluss. Eieiei, rechte Begrenzung, keine Zeit. So, er hat hier so ein Fenster für den Game, du willst blau drehen, der pullt hier rein. Dass der noch kein Platz empfangen hat. Ich bin bald an dir dran. So, ich seh dich. Wir fahren alle mal zu schnell. Das ist Motorsport, da gibt's keine Jail, da gibt's noch Tode und Feinde. Aber ich spiele auch ein schönes Spiel auf dem Game, was mir klaut. Kennt jemand von euch dieses Disney-Tree-Fest gebaut? Von der Switch dieses Inselspiel. Achso, nee. Animal Crossing. Genau, und das ist auch so aufgebraucht, aufgebaut, bloß im Disney-Universum. Ich würde das wirklich persönlich auch nicht spielen. Also weder das eine noch das andere. Wohl, macht aber, ich bin mal ernst, man hört sich jetzt komplett an, was einfach Spaß. Glaube ich dir auch nicht. Das wird ja sowieso jetzt, kann, das ist ja wie Early Access, du kannst ja den Zugriff kaufen. Und irgendwann ist es ja sowieso viel Geld. Aber ein Game Pass weiß ich noch nicht. Ich war schon bei Formel 1 die langsam rangekämpft und jetzt hat es geklappt.
das oberste Priorität. Hochpower, genau, Hochpower. Ach, der ist jetzt qualifiziert schon da. Das war eigentlich tanken in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, ich fahre die ganze Zeit. Ja, weil das wohl ist, ne? Und jetzt fahr ich voll hinten rein. Ja, genau, und gibt's eine schöne Straße. Das ist hier realistisch. Cheaten, du wirst gesperrt, lebenslänglich. Das spielt auch nie gewesen. Und dann bist du wie bei der Formel 1 ausfahren, ausschmeißen, aussteigen, erstmal fett Ohrfeigen. Ja, ja. Wenn man Smith macht, so was hat er. Ja, du hast geil gesehen. Der kann in den letzten zwei Rennen. Aber Smith, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, warum, aber hat der Arsch verdient? Ja, natürlich, das sag ich doch, das ist gut. Aber naja, er war bis jetzt der Dumme, ne? Ja. Genau am Arsch von Barclay. Nur hier kann er gar nicht mehr dran sein. Nee, der stimmt, der ist jetzt wirklich da. Ich kann schon die TÜV-Plakette lesen. Du musst bald wieder hin.
weiter im Kofferraum reingefallen ist. Ja, hat doch gut funktioniert. So, und jetzt musst du gleich hier die Sommerlokation auf Lebenszeit. Nee, ich hab ihn vorbeigelassen. So muss ich das gleich. Du darfst jetzt nicht mehr fahren. Die GeForce Now ist ja immer die PC-Version bei mir im Spiel, ne? Okay. Ich hab da glaube ich drauf gefunden. Der Schaden rechts. Das war ich nicht. Ja. Das war ich nicht. Kleines Loch da. Hawaii, das ist bestimmt. Ich hab doch gebremst, ich hab's probiert. Losing to the car ahead of sector 1. Dann wieso bin ich auch in der Rechtskurve rechts ab, verstehe ich nicht.
Ja,
weit aus. Geh mal auf Serverliste. Ach nee, Quatsch, hier ist wieder Viertelstunde Preistraining. Das will ich aber nicht. Dann gehen wir hier raus, oder? Wir haben doch relativ alles. Ja. Na, jetzt wäre Spanien in Dunkel, wäre auch interessant. Ja, das kann man doch dann finden, oder? Nee, aber das Training geht mir auf den Sack. Ach so, ja, okay. Also raus. Wie geht das? So, sag mal deine Filtereinstellung da oben. Wir haben auf GT3 gestellt. Servertyp, ne? Meinst du? Ja, ich habe hier auf GT3, wo willst du das denn einstellen? Servertyp. Dass du oben alle gemischt, GT3, GT4, GTC, TC. Also ihr zwei seid jetzt raus von dem Server hier, ne? Ja, ja, kurz raus, weil wir einen neuen Server jetzt dann gucken suchen. Noch ein Ping-Limit auf 50 gemacht. Was sind alles bloß solche großen? Was ist mit den roten? Die roten kann man nicht drauf, oder? Genau. Da musst du Anforderungen haben. Strecken, also bei mir wird jetzt zum Beispiel Streckenmedaille 0 von 3. Da hast du noch nicht die Fahrerwertung, die Safety-Wertung. Aber den Detail findet er bei mir gerade nicht so was Gutes. Irgendwie alles ja, plus hier 20 Dings. Qualify 15, dann 20. Das ist gesperrt. Hier gibt's Zolder. Bei GT3 immer noch. Bei gemischt? Nee, bei gemischt. 624 Lobby ist ja schön. So, macht mal ein Ping-Limit auf 50. Okay. Ja, wie geht das? Da hast du oben, kannst du aussuchen, filtern, Zugriff möglich, Ping-Limit. Ja, ich hab ja die PC-Version, also bei mir funktioniert das so nicht. Hast du da nicht benutzt, aber auch bloß die PC-Version auf GeForce Now. Na, ich spiele die Steam-Version auf GeForce Now. Ja, na, ist ja trotzdem die PC, das muss ja das gleiche angezeigt werden wie bei uns. Ist auch das gleiche. Du hast, wo steht Fahrer, Ping und Fahrer, ist ja rechts in weiß. Und dann hast du links, kannst du Ping-Limit. Hat so zwei Pfeile, kannst du einstellen auf 50. Ich kann nur rot oder nicht rot machen. Ja, rot ist aktiv, oder? Steht da schon 50 oder steht da aus? Nee, da steht aus. Das musst du auf 50 stellen. Aber dann sag doch einfach einen Servername. Dann können wir doch hier suchen danach. Na, da hatte ich jetzt gerade. Wo ist er hin? Das ist eine gute Idee. Genau. KTTT. KTTT. KTAUTERRORTRUPP.com. Stanford ist das jetzt. Das ist der zweite von oben bei mir. Wenn ich ein Ping-Limit auf. K-TTT. Genau. Ja. Das müsste auch dazu sein. Den hast du jetzt auch, ne? Ah, ne, am Anfang. Nee, hab ich nicht. KTT? An mir steht nichts von wegen KTT da oben. Nee. Du bist auf gemischt, ne? Genau. Gemischt und Ping auf 50 Millisekunden. Ich hab Nummer 2, The Boys Racing Club. Aktualisieren mal vielleicht. Machen wir mal alle.
623. Die haben eh jetzt geändert auf Zuschauerpasswort. War gerade noch frei gewesen. Ach so, ja, dann. Dann bringt das eh nichts. Hier ist unser freies Training. Sortieren wir halt mal nach Fahrer, wenig Fahrer, ja, also gar keine Fahrer. Tippt ihr mal ein ABC. 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 Und dann heißt der Server heißt dann hinter ABC minus 1 Legend Garage Track Day Spa. ABC. Wo kann ich denn hier ABC einkarieren? ABC da oben. Die Mindestlänge beträgt 4 Zeichen beim Suchen. ABC minus, also Bindestrich. ABC minus. Alles groß, oder? Ne, A groß und dann BC, aber das ist ja egal, das ist ja ein Filter. Das ist ja eine Suche dann, oder nicht? Theoretisch, ja. Habe ich eingegeben, aber der zeigt mir nichts an. A, B, C. A, B, C, ja. Bindestrich. Und bei mir werden dann drei Strecken. Spa, Monster. Machen wir es anders. Tritt ihm doch einfach bei, weil dann kann ich. Geh mir einfach auf alle. Ja, und dann? Und dann, weil wir dich in der Freundschaftsliste haben, steht da ein Fahrer. Okay, ich geh mal rein. Habe ich einen Tower in der Freundschaftsliste? Nee, du hast aber uns und ich habe einen Tower. Euch, ja. Das kommt jetzt gar nicht, wenn ich da ABC. So, ich join. Ja, das gehört ja damit dazu, ne? So, pass auf, das ist ja über Steam. Kann ich euch jetzt dann da auch drüber einladen? Wenn du weißt wie, wir wissen es nicht. Dann müsste ja dann rechts unten wieder Fenster aufkloppen, war das, ne? Weil ich hab, wie geht das Steam-Kürzel mit Tastatur, Tower? Diese Tabulator und Shift. So, ich kann dich jetzt einladen. Ah, genau. Ne, Spiel zuschauen nur. Warum kann ich dich denn nicht einladen? Immer noch auf GT3 oder auf was sind wir da jetzt? Ich hab BMW habe ich ausgesucht. Was für ein Ding? Offline. BMW hat ausgesucht, das war jetzt aber nicht die Klasse. Ich weiß jetzt nicht, wo bei welcher Dings da. Ah, du bist jetzt drin in der Lobby. Sozusagen. Ja, ich bin drin, aber ich kann dich nicht einladen dazu. Komischerweise. Ja, du, bei mir bist du auch offline bei Steam. Ich habe dich ja gerade angeschrieben. Nichts gesehen? Doch, D, G, F, G, ja. Hab ich gesehen. Na, du bist bei mir halt trotzdem offline. Genau, du bist auch nicht online, sagt er. Also mein Account ist online. Okay. Freunde. So, du warst jetzt auf alle. Warte, Moment. Servertyp alle oder gemischt? Also du bist jetzt drin, da siehst du es ja nicht mehr, oder? Das ist auch komisch, weil ich diesen ABC-Server, den finde ich gar nicht. Ne, es wird bei mir auch bloß die ganze Liste wieder neu aktualisiert, 648 glaube ich. Oh, dann gehe ich hier mal raus. Oder Mugen, such du mal einen raus. Hier gibt es doch, gehen wir mal auf TCX. Da gibt es bloß 3 Lobbys. Auf TCX? Da TCX? Ne, den Servertyp TCX. Was ist denn der Servertyp bei euch? Da oben kannst du auswählen, welche Fahrzeugklassen. Alle gemischt, GT3, GT4, GTC und TCX. Da steht ja, bei mir Carisurfer gefunden. Hab ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr für eine Ansicht habt, aber die habe ich nicht. Warte. Du kannst hier einen Hersteller kannst hier wählen.
vielleicht im falschen Menü. Du musst Stage woanders, wenn der Herstellertyp wählt. Was muss ich wählen? Mehrspielermodus. Ja, online, ne? Mehrspielermodus, Hauptmenü, Mehrspielermodus und dann ganz nach unten auf Serverliste. Warte mal, ich geh nochmal hier raus. In dem Hauptmenü ist Mehrspieler, hast du links Quick Join, in der Mitte hast du ein Auto, wo Team steht. Und rechts hast du ein fettes Bild nochmal Wettkampfserver. Und ganz unten gibt es drei kleine Buttons: Daten aktualisieren, Matchmaking und Serverliste. Von was ist eigentlich Assetto nochmal? Von Steam, ne? Ja. Assetto Competizione, ne? Wohlgemerkt. So, jetzt. Mugen, bist du schon irgendwo bei dir drin? Hast du jetzt welche angezeigt bei TCX? Da kommt Server keiner. Ich hab da drei. Okay. GTC, hast du da was? 20. Genau. Aber keine auch. Server gefunden, weil ich komisch wieso wegen der. Welches Spiel habt ihr? Assetto Corso SDK, ne? Nee, Competizione. Competition. Ist im falschen Spiel wahrscheinlich. Warte. Dann habe ich hier noch Assetto Corso, Your Race Simulator. Ne, Assetto Corsa Competizione, the official GT World Challenge Game. Originale Titel im Spiel gerade. Assetto Corso. Competition Zone, ja. Cisco, hast du als erstes Apex Online Racing Nummer 81 bei GTC? Das ist bei mir der zweite Punkt. Apex Online Racing. Monza, ne? Apex Online Racing 80 Public Nürburgring? Nee. Monza, doch, gibt's 81. Auch. Nummer 81. Nummer 81, ja. Ist Monza. Genau. Sehe ich. Genau, da gehen wir so rein. Ja, warte mal, bis die anderen da sind, nicht das dann. Ja. Na, dann wartest du und ich gehe schon mal rein. Jetzt geht. Okay. Ja, schon rein. Was für Autos? Mineo. Krieg ich denn jetzt raus, ob ich das schon habe oder nicht habe? Den du in deiner Steam-Bibliothek suchst. Oder so. Oder tipp doch mal Competizione ein. So viele Titel mit Competizione wird es nicht geben. Ich war der Meinung, das Standard Assetto Corsa gehört da auch mit dazu. Und das Competizione ist halt eben, dass du da mehrere Klassen dann. Ne, ich glaube, das ist ein Nachfolger, oder? Okay. Ja, ich glaube auch. Das andere war, weil auf GeForce Now habe ich auch zwei Möglichkeiten. Das alte und das da. Also Mugen, du musst einen neuen Server suchen, das geht nicht. Ah, Barclay hat den auch. Ja, ich habe den auch, aber wenn ich drauf gehe nach Verbinden, du hast die benötigten drei Streckenmedaillen nicht. Ah, okay, da bist du schon viel zu schlecht. Dann muss die Anfänger müssen eine Strecke wählen. Das siehst du auch, da ist quasi deswegen, warte mal auf, links gibt es einen Button bei Filtern. Ich klicke mal auf Zugriff möglich und dann habe ich hier keine Server gefunden bei GTC. Bei TCK 8 von 9, aber keine Server. Bei GTC 20 von 20, keine Server. Das heißt, ich habe keine Zulassung. GT4, keine Zulassung. GT3, da habe ich welche gefunden. Also wir müssen GT3 fahren, weil wir Anfänger dürfen die anderen nicht fahren.
Wir haben zu wenig Erfahrung. Ja. Heißt, ich muss erstmal so dann fahren. Na, GT3 kannst du ja mitfahren, da ist ja Barclay. GT3 muss gehen, genau, aber ich bin auch erst einmal jetzt gefahren. Ja, aber ihr könnt erstmal eine Runde fahren, weil jetzt ist auch klar, warum ich das Menü nicht habe, weil ich habe nur das Vorgängermodell. Ah. Kein Problem. 2. Ich installiere da mal eben. Etwas mit dem Installieren, das ist das Schöne bei Cloud. Wusste nicht. Ja, aber Tower hat so einen Rechner, der kann das auf ultra knackig spielen, auch im Hintergrund schauen. Ja, und wenn deine Cloud offline ist, was machst du dann? Besitze ich das Spiel immer noch. Ja, wo denn? Bei Steam? Ich habe es ja bei Steam gekauft. Ja, aber am Ende der Hinsicht kannst du ja trotzdem nicht spielen, wenn du keinen High-End-Rechner mehr dann hast. Ja, ich habe ja einen. So ja, aber wenn du jetzt keinen hättest, dann könntest du es ja auch nicht mehr spielen. Das ist so. Aber jetzt macht die Cloud-Idee nicht schlecht. Der war früher auch alles Stadia Cloud-Fans. Ich habe nicht gesagt, dass ich habe nie behauptet, dass ich das schlecht mache, Cisco. Aber. Aber jetzt mache ich das. Ich klicke jetzt auf Zugriffsmöglichkeiten. So, jetzt suchen wir hier einen neuen. Genau, Zugriffsmöglichkeiten musst du aktivieren, weil dann ist zumindest das verzeigen dir, werden dir nur die Server angezeigt, wo du fahren darfst. So. Das sind Surfer mit maximal 10 Spielern und dann hast du auch irgendwie am Schluss vom Tag irgendwie nur eine minimale Ausfallstelligkeit. Ja, du musst halt eben gucken, was vorne auch hier Qualifying steht. 10 Minuten und 20 Minuten Rennen am besten. Ah. Ah, Q10, R20. Quali 10, ja, Rennen 20 zum oder Beispiel. Oder Q15, Rennen 20 ist auch noch okay. Spar, 7 von 24, was soll das bedeuten? 3 Millisekunden. RVN Racing, ACC, Spar. Wie hieß es nochmal? RVN Racing ACC Spar 724. 0 von 10 Leute. Mondschein heißt nachts, oder? Oh, scheiße. Ja. RVN. Also ich bin nicht drin, ich sehe den nur. So. Den sehe ich aber nicht. No, Mann. Was ist nach den RVN? Proximus Monza. Nee, wenn ich das entzogen wird, der Mindestlänge beträgt. RVN Leerzeichen. Langhund Racing. RVN Racing. RVN Leerzeichen Racing. Leerzeichen Racing. 1 von 1. RVN ACC Spar Sie 20. Ja, genau. 20 Stunden. Ja. 10 Minuten Quali, 20 Minuten. Der ist aber freies Training auch wieder. Achso, FP1. Ach, FP1, ach so. Ja, aber das macht ja nichts. Das könnte man doch jetzt machen, bis der Tower da ist. Genau. Okay, gehen wir mal rein. Oder 10 Minuten freies Training. Dann haben wir 10 Quali in der Zeit. Ja, gut, es kann nur sein, dass jetzt die letzte Minute läuft oder sowas. Das sieht man ja immer nicht. Ach so. Aber man sieht, dass freie Training läuft. Nee, es sind 10 Minuten. Ja. Habt ihr denn auch so Spiele wie Grid Legends dann, oder? Leider noch nicht. Nee, ich hoffe, das kommt noch. GeForce Now nicht, ne? Bei GeForce noch nicht. Nee. Noch nicht. Vor allen Dingen der Tower, weißt du, der Rennprofi. Wir konzentrieren uns auf Assetto Corsa gerade. Und er kommt mit Grid Legends. Ja, das ist einfach mal für euch. Ja, aber das hätte ich auch gerne gespielt, wenn ich sage, ich bin schon mal gespielt. Da ist es die gleiche Kurze wie die Szene. Ja.
Stadt. Genau, weil der bietet einfach nur deine Plattform, falls du so ja, er bietet doch die Plattform an für Leute, die keinen Bock mehr haben, das Geld einfach nicht mehr haben, um High-End-PC zu machen. Sie bieten dann die Plattform dafür an, dass du eben High-PC-Gaming betreiben kannst. Und das mit der Qualität von der 3080 mit Raytracing. Wo sind wir? Das ist schon klar, aber im Endeffekt könnte er ja alle Spieler haben. Also verstehe ich schon wieder nicht, warum das so eine kleine Der Entwickler müsste einfach nur ein Häkchen machen. Die haben das so gemacht, die Compensas releasen, müssten noch ein extra Häkchen bloß gemacht werden. Dann würde es auf GeForce Now laufen. Vielleicht sind manche Entwickler einfach noch nicht so überzeugt davon. Das kann ich mir nur vorstellen, dass sie das eben nicht wollen. Eine Logik, die dahinter sitzt, muss ich schon gleich erklären. Wenn die verkaufen Spiele, die interessieren weltweit irgendjemand auf seinem PC, dann kann er 18.000 Spiele nehmen. Ein Problem, sein lokaler PC verkauft einmal bei irgendeinem Anbieter, scheißegal. Cloud hat ein Problem, Speicherplatz. Wir können doch nicht 18.000 Spiele anbieten. Das braucht Speicherplatz und wenn von den 18.000 Spielen 5.000 gespielt werden, Schimmel, 10.000 Spieler und Speicherplatz und Geld kosten. Du kannst mir aber nicht erzählen, dass 1.400 Spieler, dass da 100 Menschen gibt, die wirklich dann, die da angeboten werden, weiß ich, wie lange gezockt werden. Das kannst du mir aber auch nicht erklären. Ja, aber eigentlich können wir dann nicht wieder angeben. Wir haben die Zahlen drin, was das ist. Aber jetzt ist es in der Kopf. Also machen wir mal kurz
Sachdenker. Der Cockpit an sich macht das Spiel richtig Laune. Faszinierend, du hast ein Spiel von 2014. Das hat noch so viele Server. Und die sind da belegt. Umso mehr Server, umso besser noch bei der nächsten Server. Sag ich mal, weißt du, okay, das Spiel wird von vielen noch gespielt. Der ist querschnittsgelähmt durch einen Unfall. Ja. Und der lenkt mit der Maus und schaltet mit der Kamera sozusagen, der schaltet mit Kopfding. Ja, ich habe einen Schritt nach oben, ist Unfall, kommt nach oben. Kann den Car on the right. Car on the right. Weil der Umkehrschnitt gelebt ist, der hat Warzone gespielt, der hat eine Mechanik an seinem Rollenspiel, damit konnte er Warzone spielen und war nicht schlecht gewesen. Runaway, the force is done so far. Hast du die Rolle geschmissen? Ja, ich hab's ja fast. Wir sind der Formel 1, wäre jetzt raus gewesen. Bei Fahrer steht wahrscheinlich auch ein, zwei Freunde oder so. Vieles. Was? Was wird's denn langsam gemütlich? Die Hütte ist voll, da kommt der Tower da rein. Wie heißt du dann Tower? Tower heißt es. Nee, gibt's hier nicht. Kommt mal raus. Nee. Wir sind schon 10 Leute da. Ich sehe auf jeden Fall Claumi, ich sehe Hauk, ich sehe Barclay, ich sehe. Und unten steht T City Cobra. Ja.
ja, das sind 10 Leute, da bist du bloß Zuschauer. Okay, dann muss er vielleicht erst losfahren und da einbleiben. Wie fahr ich denn los? Auf fahren und dann Gas. Aber muss ich eben schalten? Ne. Ist ja jetzt dabei, ich sehe ihn aber gar nicht, das Power. Es dauert ein bisschen, die springt erst dann. Aber sollten da. Hieß es nicht, dass da nur 10 Leute fahren dürfen? Habt ihr vorhin was gesagt? Ich bin der 10. Ja, er hat Glück gehabt. Warum fährt der 10? Der fährt nicht los. Hast du drin halten, dann schmeißt er erstmal einen Motor an. Oder weil du keine Zeit hast, musst du aus der Box starten, so wie ich das vorhin gehabt habe, weil ich nicht auf Fahren gedrückt habe. Super. Ich sehe doch hier 10 Leute, aber kein Tower. Tower wäre für mich die Nummer 11. Er ist der Zuschauer, hätte ich gesagt. Er ist dabei, aber darf nur zuschauen. Das glaube ich nicht, sonst wäre er nicht im Cockpit. Ja, du musst einfach. Achso, okay. Ansonsten, wie gesagt, dass du wie ich aus der Box starten musst. Das könnte passieren. Junge, wieso überholst du mich? Der müsste doch in der Liste. Alter, was ist das für eine Rappelkiste, ey? Ach, er fährt, okay. Na gut, dann kann ich mal abspringen. Aber ich sehe den Power ja nicht, verstehe ich nicht. Aber egal. Nein, ist er ja doch anders. Das ist vielleicht doch der Cox. Das Auto hat ein Fahrverhalten wie so ein Surfbrett auf der Straße. Genau. Das hat ja viel Scheiße. Man fühlt sich dran und dann geht's mit der Zeit. Das ist halt richtiges Sim Racing, nämlich Crit Legends. Ja, was für Profis. Eigentlich dauert das ist dein Game. Was ist denn das für eine unrealistische Kacke hier? Also mein Mercedes, der fährt sich auf der Straße anders. Ja, auf jeden Fall. Meine Vespa auch. Wo sind denn dazu eigentlich die Videos? Wolltest du nicht auch einen YouTube-Kanal machen? Ja, ich habe mal darüber nachgedacht, mal ein, zwei Videos zu machen, aber nee. Wir müssen mir erstmal Equipment kaufen und sowas, da ja kein Bock drauf. Eine GoPro, die dich ja genau. Dann auf den Helm schnallt. Ja, also. Für Vespa-Videos. Das ließ ja jede Kurve raus. Musst du gefühlt fürs Bremsen sehen, ja. Der Zone ist schon ganz nett. Die scheppert überall. Der Kies im Radkasten. Ja. Ja. Was ich jetzt nicht verstehe, sind wir jetzt schon im Rennen? Das Qualifying. Qualifying. Ah, jetzt oben steht es. Also der Barclay und der Cisco, die kapierten spielen nicht. Hm, der hat ja doch freies Training gehabt. Stimmt. Nee, das haben wir jetzt verschwitzt. Ich bin schon gefreut, ich war Erster. Oh Mann. Jetzt ist Qualifying. Ich bin nachher gar nichts. Jetzt mit dem Qualifying, oder? Das ja. Qualifying. Also, macht das Cisco Zeit, sich hier alles anzuschauen. Die zählt? Du kannst das hier, glaube ich mal, von der Position her eigentlich. In Position 3, dann habe ich wohl eine Zeit. Nee, du bist doch gerade erst runtergekommen. Du warst auch auf Toilette, du bist doch gar nicht gefahren im Qualifying. Ich bin noch gar nicht, wieso bin ich dann bis zu 3? Alter, was ist das? Weil noch kein anderer eine Zeit gemacht hat. Ach so, dann fahre ich mal los, ne, hätte ich gesagt. Ja. Ich bleib hier drin, ich fahre dir raus. Blau. Was soll das bedeuten? Kalt. Also zum Glück sind das alles von der 1 Position. Ja. Ich merke nur meine Hinterradbremse ziemlich laut. Schlecht. Grünes Licht. Rotes Auflicht. Blaues Licht. Wenn überhaupt nichts mehr da ist, dann ist quasi nicht mehr vorhanden. Ja. Jetzt wie beim Formel 1 das Geld ist dann abgenutzt und ist dann.
Scheiße. Ich hab dir vor uns gesagt, du sollst mal eine Taste belegen. Irgendwo, wenn du stehst, musst du dann erst einen Rückwärtsgang mit einer Taste reinschmeißen, um dann mit Gas wieder rückwärts zu fahren. Und der hängt ganz schön Getriebe. Die X-Taste. Ja. X, okay, muss man merken. Was denn? Rückwärtsgang, X. Wie böse ist denn die mit den Curbs? Wer? Ganz böse. Ah, und A ist wieder Vorwärtsgang einschalten. Okay. Jetzt kann ich wieder auf die Strecke. Ich habe noch 2 Minuten. Ah ja, der muss ich hier nicht. So. X, hier gelb. Ja, das war ich. Weiß ich besser. So, vom Sound her richtig cool. Power, du kriegst noch Millionen von Stagern. Ich hab da die ATC rein. Spiel das mal in den VR. Da merkst du selbst Shepard. Das geht in VR hier. Das ist ein Jan-Punkt.
Fährte haben wir mehr? Barclay, ja, ich hab Barclay, ich hab Dimitrov, ich hab Sindikova, ich hab Hanbiol und Vanagi. Sag ich doch, ich weiß nicht, wo der Tower hier sein soll. Werden wir dann schon sehen, wenn er an uns vorbeischießt in Rouge. Er hat gesagt, er hat uns gesehen, irgendwie komisch. Ja, nur wir haben. Barclay steht in der Box, der hat keine Lust mehr. Wieso ist doch rum, die Quali, habe ich gedacht. Ich glaube, ich bewege jetzt eine gelistete Zeit. Okay, mal gucken, was da war. Soll sich doch hinstellen, hast du gesagt, wenn man rum ist. Ja. Stehen bleiben, habe ich doch gemacht. Ich stelle mich jetzt hier irgendwo auf die Fahrbahnseite. Sind die Cobra bisher in Ando Tennisika-Tower? Hauk? Barclay, glaub mir ab. Okay, Tower. Du hast jetzt noch eine Zeit, dann müsste es ja eigentlich in der Barclay sein. Oder vor Barclay. Ich bin hinter dir. Ja, du bist nicht City Cobra. Ja. Wie ja? Du bist City Cobra. Tower City Cobra bin ich ja. Ach so, dann sag das doch. Sag doch, Don! Das T steht für Tower. Das ist doch logisch. Da ist der wieder beim Rennspiel direkt hinter mir, ne? Der, ich kann doch wieder nicht. Muss ich hier die Rennen noch zu Ende fahren, oder? Nee, einmal ins Rollen. Bis die letzten dann durchgefahren sind, dann geht's automatisch in die Startstelle. Oh ja. Ach, fünfter bin ich. Und du musst auf Fahren gehen. Genau. Also bei 30 Sekunden kannst du dann auf Fahren oben gehen. Und hier, willst du den Ablauf beim Starttower? Nee, könnt ihr nicht. Erstmal im grünen Bereich bleiben. Also Geschwindigkeit halten, Position halten. Dann hast du vorgeschrieben, du müsstest links stehen jetzt, ne? Hinter mir. Du musst dich links halten, ich muss rechts bleiben und immer im grünen Bereich halt fahren. Und dann sagt er dann irgendwann mal hier, du kannst maximal 70 fahren und dann musst du dich halt im Drehzahl hier Bereich dann halten bei 70 Kilometer pro Stunde. Und wenn dann richtig, ja, die grünen hier grüne Linkslampe kommt hier für Rennen geht los, dann kannst du heute ausgeben. Aber ich darf dich nicht überholen, ne? Das ist hier Wurscht, glaube ich. Mich hat letztens gestern auch einer überholt. Du musst dich bloß an deine Position, an deinen im Bildschirm Mitte dran halten. Okay. Also deinen grünen Bereich und dass du links bleibst, und dann ist eigentlich Wurscht. Und bevor es losgeht, sind auch alle geghostet. Also nicht wundern, wenn du jetzt hier den Leuten hinten reinfährst, wenn die so langsam Gas geben oder sowas. Das ist schon ein bisschen spannender wie Formel 1 irgendwie. Das Ganze. Okay. Going double file. Fliegender Start. Grüne Welle. Der fährt nicht los hier vorne. Ja, du kannst vorschlagen, du hältst dich bloß an deinen Beinen. Der muss immer in der Mitte bleiben, ne? Ja, schön bereit und rechts bleiben. Ich bin auch überholt. Der hat ja auch, der muss sich bloß an seins halten. Ah, okay. Ah! Jetzt sagt er eigentlich, dass du in dieser Position bleiben musst, ne? Ist klar. Oh, muss ruhig drüber, okay. Zu schnell, okay, Harry. Green light, green light. Go, go, go. Jetzt geht's los. Angst haben, die werden disqualifiziert. Das ist nicht gut. Ja, das ist Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Got team light damage on the front. Der war da weg schon, wenn ich vor den reingeballert hier. Car on the right.
aber seither klingt dann deutlich aus. Schon wieder hinter mir. Oh nu, es geht ja schon wieder los. Der Vorder ist vorbei, aber der ist so schnell weg. Ja, das ist halt. Der tut ja garantiert die irgendwie Setup-Gedöns. Der ist halt einfach besser. Hab ich gesehen. Boxbox, we have to repair the car.
geht hier nach Zeit. Irgendwo in der Laboratorie von Zeit. Ich bin doch nicht in der Box. Die Karre hat einen Achter. Achter. Ich bin nochmal zufrieden, schon ewig kein Simulationsrennen mehr gefahren und echt Platz 7, schönes Mittelfeld, das ist okay für mich. Erforderliche Zeit, 1 Minute 24, ja schön. Wie? Dann stehst du jetzt 1 Minute und 24. Das ist aber wert. Du musst einfach weiterfahren, immer weiterfahren, das ist glaube ich ganz am Ende erst. Du musst in die zweite Box fahren, das hat zwei Boxen. Muss ich in die Box fahren? Muss ich reinfahren? Nein. Ja, du bist ja reingefahren, oder? Und du musst einfach weiterfahren und irgendwann kommt dann also diese offenen Garagen. Ja, die sind alle offen. So, ja, dann rückwärts einparken. Und einparken? Nein. Da ist doch glaube ich auch noch Pfeil. Nein, da ist kein grüner Pfeil bei mir hier. Dann bist du noch nicht an der richtigen Box. Ich bin jetzt bei der letzten. Ja. Ein zweiter, da kommt eine zweite Box. Die ist elends lang. Du musst ja auf der Ecke dann nochmal fahren, oder? Genau, die ist elends lang, das habe ich nämlich vorhin auch gedacht. Die Ecke fahren. Das ist nicht die Formel 1. Die muss auch immer auf der Ecke fahren. Ach so. Ich glaube jetzt halt das, was du meinst, steht bei den Spannern. Ich war der Box wieder rausgefahren und jetzt schaue ich mal so hier rum rein. Nicht auf der Strecke, aber ich sag Bescheid, wenn du auf der Strecke steckst. Die Hele, die lang gewesen. Aber jetzt kommt noch mal eine Box. Weil da schaut schon billig aus. Die Box sieht nicht nach vorne rein aus. Ja, das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Ich sah von sich auch vorbei, das ist ja eine Doppelfunktion. Ja, extra für dich, damit du es auch findest. Das ist nicht ein Bremsen, das ist doch jetzt hier gestoppt. Wenn du mich verarschst, dann drehe ich mal so von der Straße wieder rückwärts, parke ganz genau ein, wo ihr meint zu wollen. Das grüne Teil muss halt vor dir sein. Jetzt so, da haben sie mich getroffen. Oh, du musst ja perfekt auf den Punkt parken, sonst geht's nicht. Ja, na, du musst direkt am Stoppschild halten, genau ja. Zentimeter vom Stoppschild. Ja. Ja. Das ist ja voll realistisch, die Scheiße hier. Ja. Ich glaube, ich fahre gerade am Barclay vorbei. Ja. Ja, und? Servus. Du, ich würde hupen, aber ich habe keine. Ach doch, hier unten Steuerung gesperrt. 1,12, da zählt eine Zeit und dann kann ich mal aufs Pinkelpause machen. Ja. Aber schnell, eine Minute ist schnell hoch. Für sowas gibt es gar nur 5. Das Auto aus. Was hat das eigentlich da oben rechts mit diesen komischen roten und gelben und grünen Cashly zu tun? Das ist diese Fahrerwertung. Safety, Racing. Ne, warte mal, SA ist Safety gewesen. Also ob du Unfälle baust oder absichtlich reinfährst. Oh, bin ich wieder da, hast noch Zeit. Die ganzen Bezeichnungen weiß ich nicht. Aber es war halt auf jeden Fall die Safety-Werte. Come on, let's go! Ist die Karre schon ganz oder muss ich jetzt? Schein muss die Reifen, der hat doch selber montieren, hör auf. War da aber mehr wie eine Minute. Jetzt ist das Leben mal hier vorbei. Hat er da allein schon eine Minute gebraucht, um seine Box zu legen? Ach, das ist die Wahrheit, wie gut du die einzelnen Kurven nimmst, ne?
weiter rechts. Genau, also je nachdem, wie du die Schikane nimmst, die sind dann rot, grün, blau, gelb. Ah, cool. Ja, ja, ja. Faster car is approaching. Dann muss ich in die Box fahren? Nein. Nee. Car on the left. Clear on the left. Nein, 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 nein. Yellow flag is aktuell. Ah, der Box ist sofort von was. Grüner Ballen hat sich jetzt so klein gemacht. Ja, der ist von der Skalierung viel kleiner. Was fährst du für eine Rundzeit? Ich bin bei 2,28 jetzt. Fast bei 2,40. Ich bin bei 2,40. Ich glaube, ich zieht mein Auto nach links. Nein, nach rechts. Ich glaube, Tower wird jetzt zu viel brennen. Car on the left. Clear on the left. Ich habe schon wieder anderthalb Sekunden in Delta. Du hast halt nicht wie bei vielen anderen Spielen dieses eigentlich nur die ganze Zeit rumdriften, ne? Das finde ich jetzt. Ich bin einfach.
Scheibenwischer anmachen? Ja. Ich kann dir doch bestimmt da irgendwie, das mit dem Surfer muss da garantiert funktionieren, dass du da irgendwie nur durch deine Kunde zu rennen fährst. Das geht ja.
Hallo, Wacken. Hallo. Ja, immerhin 8 er noch. Box. Parken an der Mauer. Green light, green light. Go, go, go. Das ist alles wieder von vorne. Oder wollen wir eine andere Strecke? Ja, wir haben eine andere. Müssen wir wieder raus, ne? Ja. Das war ein so ein schöner Surfer. Ach Mann. So. Wie gesagt, ich stehe hier aber auch nicht irgendwo. Also es stand zwar da, dass man selber eine Lobby aufmachen kann, privat oder offen, aber ich finde halt das nicht. Yeah. Ich finde. So, wir brauchen natürlich einen, also das machen wir einen ohne Training, oder? Mit Training, ohne Training? Ja, ohne Training. Quali oder wenn du was findest, ja. Wenn du was findest. 3 von 4 Nürburgring. Quali 7, Rennen 15, Monza 0 von 8. Ja. Aber 32 Millisekunden ist nicht gut, oder was? Doch. Na doch. Alles was unter. Geh ich da mal rein? Proximus. Wie heißt der? Wie heißt der? Proximus. Mit Peace, P. Ne? Proximus. Monza Proximus P. Sternchen. Oder Paar Monza Peace. Quali 7? Aber ist schon in der Quali, also dauert nicht mehr lang wahrscheinlich. Aber egal, ist ja keiner drin. Welcher dann? Proximus? Proximus Sternchen Monza Pace in Klammer. Proximus Beginners GT3 Monster? Nee. Ich bin jetzt da rein. Ich bin jetzt drauf. Es müsste mich eigentlich sehen. Ich kann ja auch mal rein. Mal schauen. GT3, ne? Ja, GT3. Greenlight. Jetzt? Ich bin mit Cloud Me drin, in Cisco. Also müsste eigentlich bei Freunde was sehen. Wo finde ich Freunde? Bei Fahrer. Bei Fahrer ist dann noch zwei Teile. Fahrer 0 von 8. Im Prinzip steht jetzt da 2 von 8. Und unten drunter steht, wenn du mich oder den Cloud Me drin hast als Freunde. Hat Silverstone. Oh, scheiße, jetzt joinen schon andere. Scheiße, jetzt sind wir schon 4. Ja, es hat noch 4 Platz. Was? Silverstone ist das Proximus, ja, oder? Nee, Monza. Nein, Monza. City Cobra ist da. Nürburgring. City Cobra ist da. So, Proximus Sternchen Monza in Klammer Pace. Du hast immer das Auto, was du eigentlich draußen eingestellt hast. Und ich habe halt hier den Audi. Audi. Du auch. Kann man einen das Licht hier anmachen? Was war das Monza? Monza. Proximus Sternchen Monza in Klammer Pace. Pace. Klammer zu. Nur für Beginner? Bin ich zu gut? Das weiß ich nicht. Ace, hier doch. 0 von 8. Ja. Proximus, Sternchen, Monza, Klammer auf, Pace, Klammer zu. Nee, Spar ist das. Nix Spar. Nein, Monza. Sternchen. Ach, boah, das scheppert hier doch. Jetzt ist er da. Also, er kann nicht. Ah, da stand diesmal nichts mehr mit Freunden. Hä? Okay. Ja. Was ist das jetzt? Qualifying? Ja. Qualifying. Im Dunkeln. Was meinst du? Ist aber cool gemacht. Ist cool, ja. Ja.
wiederholt, aber das liegt am Lenkrad, 100 Pro, weil mit dem Lenkrad kannst du schön sachte so, mit dem Gas und sowas, wo man hier das Ganze mit Motorrad macht. Mache ich den ersten Platz hier. Sector 3.
Alter, dauert meine Zeit genug. Es steht bei keinem eine, außer beim Tower und bei mir. Das sieht man gleich, wer die Profis sind. Oh, ne? Gott. Aber macht echt Laune, das Game, muss ich echt sagen. Eieiei. Plötzlich. King von 21 habe ich links unten. Mach schnell, Kinderriegel rein, Zwiebeln. Uhr. Ja, danke schön. Wie viele Runden müssen wir fahren? 20 Minuten. Ach nee, 15. Ach nee, 15. Rechts oben, ja. Du Köcke. Du musst aber aufpassen, jetzt gesagt, wieder auf Fahren gehen, ne? Fertig, ne? 30 Seconds. Start. Bereit, ich mache euch Platz. 20 Seconds. Stinkt ein bisschen, wa? So. 2 Minuten 39, ganz schön lang. 10 Sekunden. 2 Stunden 39, ja. Cisco wollte einen Gesprochenheit spielen. Ja. So, jetzt im grünen Bereich bleiben, ne? So war doch das irgendwie. Hier gerade irgendwie nicht. Oder es kommt noch. Wir sind in der Box. Kann es sein, dass ich aus der Box starten muss? Du bist nicht erfahren gegangen, kann das sein? Ja, muss ich erfahren gehen? Ja, wenn die Zeit runter bei 30. Irgendwie hier ist das hier ein anderer Start. Green Light, Green Light, go, go, go. Und gesperrt, wieso? 28 Minuten, so was? Ich fahr aus der Box raus, ich hör schon einen Druck drauf. Du bist nicht erfahren gegangen, wahrscheinlich. Was soll denn das? Ich will doch fahren. Yes. Ja, ich bin drücken. Jetzt fahr ich aus der Box raus, so ein Beschiss hier. Das hatte ich vorhin. Das hat's vorhin. Okay. Im ersten Rennen. Da hab ich das nicht geschnallt. Ich bin doch nicht losgefahren. Was ist das denn für ein Beschiss? Ich steh doch da. Beschiss. Mann, ist das mein Leid nach der Wert. Auch fährt durch den Dreck. Hab's gesehen. Kurz Dump, ich hab's gesehen. Bescheißt. Der Tower hat eben Bestzeit, das geht gar nicht. Ich werde Zeug nach der Straße.
das war ich. Ich hab davon ein bisschen was schon abrasiert. Das haben sie eigentlich genommen. Scheiße. Oh, Verwarnung. Nein. Ich will dich abkürzen. Ich hab ganz gut zu passen. Da wirklich viel Zeug. Aber das war ich nicht. Also ich bin viel, aber das war ich nicht. Und Traktionskontrolle verstellt. Ich weiß nicht mehr, wo ihr das zurückstellt. Das ist das Steuerkreuz. Ja, aber ich weiß nicht, was der Originalwert war. Oder nehmen wir eine Sonne vorbei? Hast du gesagt, das Traktionskontrolle, oder? Ja. Danke, danke. Und da ist es? Gleich. Und die Traktionskontrolle war nämlich auf 0. Okay, das ist ja bescheid. Ja, jetzt würde ich. Never drückt den Button, wo du nicht weißt, was du bist mit dem Spiel. Ich hab auch gerade schon den Button. Rausschauen, ne? Ja, ja, die sind weg. Das macht ja voll Sinn, der Mann. Ich brauche die Spiegel nicht. Ich meine, ich will ja nicht die ganze Zeit den Tower sehen, man wird spiegeln. Jo, da steht einer. Stammen Sie in Vorsicht, Bartlett. Ja. Letzte Kugel, wenn wir rauskommen, steht einer. Warum ist der jetzt schon Bartle? Das ist nur ein Mädchen. Aber fällt dir was auf, Bartle? In jedem Rennspiel, wir kuscheln immer weg. Ja, ja. Das ist wie Moon und Tower, das ist Bartle. Ich bin nicht hinter dir gefahren.
mal, sie gehen wieder raus. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Ja, der hat dann von Schwinder schön geholt. Aber fair, man muss sagen fair. Also das machen die hier schon, die fahren halt echt fair. Genau, dass sie da sind. Scheiße! Jetzt dreht sich meine Karre! Was ist denn hier los? Aber abgefangen! Eieieiei! Weil ich so plötzliche Lenkbewegung machen musste, weil da einer mir das. Das kann nicht sein. Meine Fahrreifen ist warm. Jetzt habe ich zumindest wieder was zum Jagen warten. Weil ich mir die schnellste Runde. Warte, da kommt unsere Linkskurve. Du musst links fahren. Links. Links. Schatten gesehen. Kann es sein, Bartel, dass der Lichter kaputt ist? Licht. Das wächst doch, wenn hier der ist. Das ist ein Scheinwerfer. Ja, Entschuldigung, ich wollte, das war jetzt keine Absicht. Keine Strafe. Keine Strafe. Die scheiß Schikane bei Start und Ziel. Ne, diese.
Weißt du, ich kann noch hoffen, ne? Hi, Sir. In irgendeinem bin ich reingefahren. Ich glaube, mein Auto ist kaputt. Alonso fährt. Fernando Alonso. Oh, das war jetzt wirklich wieder. Das war wieder so Formel 1-Feeling gerade. Hier mit Power. Schön rangefahren, dann wird er irgendwo besseren Exit gehabt, aus der Kurve vorbeigefahren und dann die nächste Kurve verkackt, dass er wieder vorbeifahren konnte. Oh, Mann, ey. Wird der Dragon wird da unten gelegt. Und der Dauercamper. Ja. Ach, ich bin der Erste bei uns im Team. Die anderen sind Lappen. Deswegen willst du auch nicht mehr mit dir spielen, Call of Duty. Naja, bei meinen Lobbys könnt ihr auch gar nicht mithalten. Oh, jetzt. Cisco ist halt überall so schlecht. Nein, genau. das hat nichts damit zu tun, aber hier ist Skill-Based Matchmaking und wie gesagt, damit kann er bei mir einfach nicht mithalten, weil ich zu eine hohe KD habe. Ich spiele gegen Spieler, da bist du als Neuling ganz schön aufgeschmissen. Kannst du mir glauben? War das jetzt aber nicht das neue Spiel, was es für Neulinge einfach gemacht hat, wo wir letztens drüber gesprochen haben? Nee, der kommt ja noch. Das kommt ja erst am Ende des Monats. Die Frage, aber wenn du in meiner, wenn ich dieses Spiel, wenn ich der Host bin, kriegt er die gleichen Gegner wie ich hier. Kriegt ordentlich auf den Deckel. Ja, endlich mal die richtigen. Ja, gegen die hast du wollen wir jetzt nochmal das gleiche fahren oder was anderes? Nee, ich geh mal raus.
Ich tue mich sogar schon out. Schon echt schwer. Ich tue mal meine Aufnahme beenden, weil die 3 Stunden reichen erstmal für eine Aufnahme. Ja. Ach hier, der Ray Klin hat wirklich zu mir geschrieben. Damn, Hauk, I messed up, almost got to bed. Ja, da ist man immer wieder ein bisschen weggegangen. Also dann Stream, wir beenden. Danke, tschüss, so, auf Wiedersehen. Das machen wir jetzt hier auch. Wir beenden das Stream auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, Abo und Like da lassen. Da verpasst ihr ja nichts, wenn es hier weitergeht. Wieder Setter Corsa, ein anderes Mal mit den Jungs hier. Ne? Ja. In diesem Sinne, schönen Abend und ja, wie immer. Ciao, ciao. Solche Romane kann ich nicht erzählen. Tschüss, Ade, auf Wiedersehen. Weißt du, warum Cisco jetzt den Stream ausgemacht hat?